Und hier ein ganz kleines. Ach, das ist ein Gnome. Ach, wie süß. Wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend oder einfach mal Moin und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Unboxing. Ich konnte jetzt endlich nicht mehr anders und habe mir ein, ich glaube, Tabletop, ein Brettspiel oder irgendwo sowas in der Art gekauft, das ich zigtausendmal auf eBay gesehen habe und doch immer wieder drüber hinweggeguckt habe. Irgendwann wurde ich dann doch endlich schwach und habe es mir gekauft. Und da es meiner Meinung nach etwas Besonderes ist, etwas Außergewöhnlicheres, was ich jetzt bei allen, die ich schaue, noch nicht gesehen habe, dachte ich mir, ich packe es mal mit euch, für euch aus. Und zwar habe ich das Ganze hier noch in einem Paketchen, im Karton bekommen natürlich. Mal gucken, ich nehme mal, dass das hier oben ist. Ich dekoriere nochmal die Kartoncam ein bisschen um. Damit ihr auch alles ihr so mitbekommt. Hier, ne, patentiertes Unboxing. Ach, leck mich doch, Messer. Und wir gucken da jetzt endlich mal rein. Ich habe das hier tatsächlich schon 2 Tage rumliegen. Und ich war einmal neugierig, wollte reingucken. Habe ich aber nicht getan, weil ich halt ein Unboxing machen wollte. Deswegen freue ich mich, dass ich da jetzt nicht mal reingucken darf. Der Karton sieht ein bisschen selbstgebastelt aus, aber soll sich ja niemand dran stören, nicht wahr? Der Karton ist eindeutig selbst gebastelt, glaube ich. Und jetzt holen wir das Stück aber mal hier raus. Natürlich auf dem Kopf. So, will hier eine Ecke. So, und hier haben wir das Ganze. Es dreht sich um das WoW Miniaturspiel. In so einem kleinen Kartönchen. Sieht witzigerweise ausgepackt größer aus, als es im Karton aussah. Und zwar ist das WoW Miniatur Spiel Starter Set. Und das alles enthält alles, was 2 Spieler benötigen, steht hier drauf. 4 Premium bemalte Figürchen. Dann sollen da irgendwelche Würfel drin sein und hast nicht gesehen. Den Karton werde ich auf jeden Fall schon mal aufbewahren und hoffe auch, dass ich in Zukunft noch mal ein paar Figürchen zu nachkaufen kann. Oh, an den Seiten ist es auch noch zu. So, gehen wir doch mal hier rein und holen das Ganze mal raus. Mal sehen, wie wir das hier heil rauskriegen. Okay, das gehört anscheinend nicht. Nehmen wir doch mal das. Ja, okay. Anscheinend jetzt raus. So. Hier haben wir das kleine Schmuckstückchen. Hier noch ein Karton. Und irgendwelchen Kladderklabimsch. Whatever das Set ist. Muss ich mal schauen, wo ich denn nicht dekorativ drapieren kann. So, packen wir den mal dahin. Nicht ganz super toll zu sehen, aber. So, und zwar machen wir das hier doch mal ab. Guck mal, das Gestell können wir da direkt wieder reinpacken. Das ist ja sowieso nur. Ich vermute jedenfalls, dass es nur Dekorationskram ist. Das wäre jetzt ein Karton, den Finchi sich sicherlich an die Wand packen würde. Aber wir packen jetzt von beiseite. So, schauen wir doch ein Figürchen an. Da ist eine aber sehr Miniaturform. Oh. Jetzt haben wir die Figürchen alle raus. Was gar nicht so einfach ist, wenn man Angst hat, was kaputt zu machen.
Die Miniaturen sind gar nicht so klein, wie ich befürchtet hatte. Also guck mal, hier ist eine Eingriffmulde. Ja, wenn man das gleich sehen würde. Und hier ein ganz kleines... Ach, das ist ein Gnome. Ach, wie süß. Guck mal, da fangen wir doch gleich mal mit dem Gnümchen an. Hier. Hier ein bisschen weg, damit er scharf fällt. Hier haben wir eine kleine Gnome-Figur. Finde ich schon mal sehr geil. Finde ich richtig niedlich. Ist halt auch winzig, müssen wir hier mal in Forderung stellen. Hier, das ist... Machen wir das denn mal? Kann man gar nicht sehen. Ich drehe nochmal ganz unprofessionell die Kamera so ein bisschen hier, damit ihr es seht. Dann haben wir hier einen... Ich weiß nicht, ist das ein Blutelf oder was? Sind für Miniaturen, finde ich, schon sehr... sehr schön eigentlich bemalt. Hier haben wir einen recht wuchtigen, ein Ork, ganz offensichtlich ein Krieger, wie es aussieht. Also Respekt, so kleine Figuren so detailliert zu bemalen, finde ich schon nicht schlecht. Und hier haben wir ganz offensichtlich, würde ich behaupten, einen Drenai Paladin, wie man es so kennt. Mit dem lilanen Hammer und so. Finde ich schon mal ganz cool, die Figürchen. Hat auf jeden Fall was. Bin gespannt halt, wie das Spiel an sich so wird. Und hier, so, jetzt haben wir hier noch einen kleinen Karton. Mal sehen, was da drin ist. Okay. Und irgendwelche... Was zum Teufel? Hier haben wir irgendwelche Sockel. Mit den Werten. Ich weiß nicht, ob man da die Lebenspunkte einstellen kann. So wie es aussieht, habe ich drei Sockel für die Horde und drei Sockel in dieser Art für die Allianz. Finde ich schon sehr interessant. Da kann man dann wahrscheinlich... Ja, da kann man die Figuren so draufstellen. Wobei, da machen wir das auch mal gleich klassisch. Weil der Drenai ist ja eindeutig Allianz. Den packen wir mal da auf den Sockel. Einen für die Horde. Der Gnome ist Allianz. Und das andere ist, glaube ich, ein Blutelf. Insofern kriegt der auch einen Hordenkörper von mir. So. Damit ihr das Ganze hier mal so sehen könnt. Und dann hier halt zwei Sockel. Ob Ersatz oder für andere Figuren. Dann fangen wir nochmal mit dem an. Sonst war da weiter nichts drin. Fangen wir mal mit dem an, was ich nicht jetzt auspacken muss. Und zwar scheint hier ein Poster drin zu sein. Ein Mini-Poster. Mit den... Vorne halt so in Posterformat und hinten kann man die ganzen Figuren, die es gibt, abhaken. Da konnte man halt die Figuren abhaken, die es zu sammeln gilt. Und da ist, wenn ich das so sehe, habe ich da noch so ein paar vor mir. Core Set Checklist. Ich habe auch schon bei eBay noch ein Set in Beobachtung, irgendwie für 40 Euro mit einer ganzen Masse an Figuren. Da muss ich dann auch nochmal ein Auge drauf werfen. Dann haben wir hier Starter Set Rulebook. Das Ganze ist natürlich leider in Englisch, das heißt, ich muss spätestens dafür mit Englisch auffrischen, aber detaillierte Anleitung halt. Alles in englischer Sprache. Das ist halt die Anleitung. Sollte man für so ein Spiel vielleicht auch haben. Und dann kommen wir zu dem Spielbrett. Das Spielbrett ist natürlich jetzt auch geplastet, gefaltet wie ein Poster. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Das müsste ich dann mir vielleicht auf Pappe kleben, damit das nicht durch das viele aufeinanderklappen und so aufeinander kaputt geht.
Muss man eben. Ja, hier haben wir das Spielbrett. Spiegelt natürlich jetzt ein bisschen. Ja, einmal Ashendale und einmal diese Seite steht hier nichts. Da ist die Rückseite auch gedruckt. Wie gesagt, ich kann euch gar nicht so fürchterlich viel dazu erzählen, weil ich es halt noch nie gespielt habe. Ich habe es jetzt erstmalig gekauft. Guck mal, jetzt geht schon die Kacke los hier mit dem. Wie kriege ich das jetzt zusammengefaltet? Das passt bei sowas immer wie die Pest. Ah. Das werde ich mir auf jeden Fall definitiv noch auf eine Pappe kleben, damit mir das nicht verhunzt. Müsste ich eigentlich so hinstellen, ne? Nee, genau andersrum. So. Zack. Steht natürlich wunderbar. So. Und dann haben wir hier noch Würfel. Wahrscheinlich auch extra in Rot und Blau. Gegen Allianz und Horde. Und jetzt haben wir hier noch so ein Paket mit Karten. Ich nehme an, es sind so eine Art Ereigniskarten. Da versuche ich jetzt mal die Hülle so aufzumachen, dass das, dass ich die noch benutzen kann. So, und hier haben wir verschiedene Karten. Meinst du, ich glaube, das sind die Fertigkeitenkarten. Das scheint wohl eindeutig für die Fertigkeiten so zu sein. Mal oben, mal unten. Hinten auch schön bedruckt. Ja, also das war jetzt einfach mal für euch ausgepackt, damit ich es endlich ausgepackt habe und in Ruhe angucken kann. Haut mir in die Kommentare, falls das irgendjemand von euch schon gespielt haben sollte oder mit dem Gedanken gespielt hatte, sich das zu kaufen, dass überhaupt irgendjemand interessiert, weil es WoW ist. Und ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen und so weiter. Das war das WoW Starter Set. Das Starter-Set des WoW-Miniaturspiels und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!